Schluss mit dem öden Frühstücksbrot. Ein toller Tag braucht ein tolles Frühstück. Heute gibt es von mir drei alternative Frühstücksideen zum herkömmlichen belegten Brot oder belegten Brötchen. Als erstes habe ich mir überlegt, ein schöner Bagel würde sich doch wunderbar zum Frühstück eignen. Als erstes brauchen wir natürlich Bagels, dann noch etwas Salat, Tomaten, ich habe hier Ziegenfrischkäse genommen und dann noch etwas Salz und Pfeffer. Der Bagel wird aufgeschnitten und dann habe ich ihn getoastet, weil ich es generell sehr gern mag, wenn mein Brot getoastet ist und etwas knackig ist. Dann wird der Bagel natürlich mit dem Ziegenfrischkäse bestrichen. Dann kommt etwas Pfeffer drauf und etwas Salz. Und zu guter Letzt natürlich der Salat und die Tomate. Dann wird das Ganze zusammengeklappt und schon ist das Frühstück fertig. Kommen wir zu meinem absoluten Favoriten. Dafür brauchen wir Bacon, Cocktailtomaten, Rucola, etwas normalen Frischkäse und natürlich Tortillas. Die Tortilla wird mit Frischkäse bestrichen, dann kommt der Rucola oben drauf, anschließend wird der Bacon schön langsam in der Pfanne angebraten, bis er schön kross ist. Dieser wird dann auf dem Weizenfladen verteilt. Zu guter Letzt kommen noch die aufgeschnittenen Cocktailtomaten drauf. Das Ganze wird zusammengewickelt und schon habt ihr ein wunderbares Frühstück. Zu guter Letzt noch etwas Schnelles. Und zwar habe ich hier ein Käse-Kürbiskern-Knäckebrot genommen. Außerdem wieder etwas normalen Frischkäse und etwas Gartenkresse. Das Knäckebrot wird mit dem Frischkäse bestrichen. Anschließend kommt etwas Gartenkresse oben drüber und etwas Salz und Pfeffer. Und dann ist auch die letzte der drei Frühstücksalternativen fertig. Wenn ihr gern öfter solche Videos sehen möchtet, lasst es mich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare und oder gebt mir einen Daumen nach oben für das Video. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.